Da sind wir wieder natürlich zu Let's Play Silent Hill. Und natürlich ist immer eine Karte randomly irgendwo da. Shopping District Map. Moment, die Stadt ist in zwei geteilt durch einen Fluss. Also. Ich dachte, wir würden jetzt irgendwie aus der. St aus welcher Richtung kamen wir? Wir kamen wahrscheinlich vom Westen, nehme ich an. Deswegen haben wir nicht bemerkt, dass wir durch die leere Stadt gefahren sind. Ah, Medizin. Ja. Oh, das ist ein Kanister, den können wir bestimmt nicht aufheben. Natürlich nicht. Wäre viel zu einfach, bei diesen Bohrdrill-Ding da zu benutzen. Obwohl, vielleicht brauchen wir den später, um irgendwo eine Wand kaputt zu machen. Aber wir haben den Schlüssel gekriegt. Also ich verstehe es nicht. Normalerweise benutzt er überall den Schlüssel, aber hier jetzt irgendwie nicht. Keine Ahnung. Nein! Will ich nicht. Ich will gar nicht auf die andere Seite. Ich wollte einfach nur das Ding starten. Ich mag es, wenn es diese Vibrationssounds macht. Es hört mich irgendwie voll an. Spastis. Achso, und hier drin ist es. Hier drin, hier. Achso. Ich dachte, hier drin hört man diesen Sound nicht mehr. So, es war eine Warp Zone. Haha, Silent Hill schon. Hey, soll ich die armen Leute diesen ganzen Weg laufen lassen? Wenn ich ihn auch abkürzen kann durch eine Szene, wo der Weg wegfällt. Ist nicht so, dass er gleich in der Stadt wieder kilometerweit laufen muss ohne Sinn und Zweck, aber das ist was ganz anderes. So, wir müssen nach unten anscheinend. So, schade. Anscheinend geht's da nicht runter. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss kacken. Das ist jetzt nicht als Kritik aufgefasst. Ich muss wirklich. Oh Gott. Was habe ich denn einen empfindlichen Magen in letzter Zeit? Jetzt frage ich mich bestimmt, was zur Hölle hat das irgendwas mit irgendwas zu tun? Keine Ahnung. Ich wollte es einfach mal gesagt haben. Das nervt aber echt. Wir müssen gleich nach links. Ui, ein nettes Restaurant. Wo wir wahrscheinlich nie reingehen werden. Chinesisch sogar. Und diese Kamera. So, könnt ihr bitte immer diese Verfolgerperspektive einhalten? Natürlich! Denn Hunde sind ja immer so willkommen in Krankenhäusern. So. Boah. Okay, da können wir speichern. Das ist die Karte. Schade. Die funktionieren wahrscheinlich nicht. Das ist eigentlich behindert? Ich meine, das sind Telefone. 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 Ja, Telefon. Telefone. Wieso mache ich mir jetzt. Auf jeden Fall, es ist ein Telefon mal zwei. Ja. Und wieso zur Hölle untersucht der die nicht? Ich meine, die funktionieren doch offensichtlich. Wie das mit. Klingling, hallo, ich bin in einer diabolischen Stadt und ich suche meine Tochter, die verschwunden ist, und hier sind irgendwelche Wesen. Kann irgendjemand mal hier hinkommen und, keine Ahnung, uns abholen, retten, irgendwas? Hallo? Ah, Cutscene.
totes Hühnchen. Mörder. Mehr hatten die auch keinen Bock zu animieren. Hold it. Stop. Don't shoot. Wait. I'm not here to fight. My name is Harry Mason. I'm in town on vacation. Hat er ihm nicht... Thank God, another human being. Do you work here? I'm Dr. Michael Kaufman. I work at this hospital. Kaufman. So maybe you can tell me what's going on. I really can't say. I was taking a nap in the staff room. When I woke up, it was like this. Everyone seems to have disappeared. And it's snowing out, this time of year. Something's gone seriously wrong. Did you see those monsters? Have you ever seen such aberrations? Ever even heard of such things? You and I both know creatures like that don't exist. Yeah. Have you seen a little girl anywhere? Yeah. I'm looking for my daughter. She's only 7. Short, black hair. She's missing. I'm sorry. But with all those monsters around, I highly doubt that she's... Sorry, I didn't mean to alarm you. Mm-hmm. Your wife, she's here with you? She died 4 years ago. Now it's just me and my daughter. I see. I'm sorry. Well, I'd better be going. I can't just sit around here doing nothing. So long. Good luck out there. Wieso sind eigentlich Leute in solchen Spielen, Filmen immer so dumm? Ich meine, da findet der erstens eine Person, die auch noch lebt und immer noch ein Telefon gepasst hat, die lebt und irgendwie, anstatt irgendwie zu sagen, hey, irgendwas stimmt hier nicht, so Resident Evil Style, und dann irgendwie, keine Ahnung, sich zusammenzutun, ich weiß auch nicht, und irgendwie den Scheiß, wo bin ich hier? Und irgendwie den Scheiß zu überleben. Er schießt ihn fast und dann, nö, ich geh mal. Ja, ich geh mal lieber. Ich hab noch einen wichtigen Termin. Mit wem? Mit dem Tod. Das ist irgendwie scheiß Klischee, echt. Ich muss sagen, vom Film her so, ist das irgendwie nicht so ganz. Also, es kommt mir so vor, als wären im Film quasi die Rollen getauscht worden. Und, naja, an sich finde ich jetzt den Film auch nicht mal. Ich meine, wie gesagt, es kommt mir ein bisschen so vor, als wäre im Film die Rollen getauscht worden, da, als ob man die jetzt mit ein paar mehr behinderten Leuten gefüllt hätte. Aber sonst war der Film jetzt auch nicht gerade so schlecht, fand ich jetzt. Oh, wie süß. Ich komme da nicht rüber, weil das Ding über die Theke ist, so. Oh, das erste Mal, wo er mal aufs Telefon achtet. Respekt. Wo war ich jetzt? Genau, ich muss sagen, Sean Bean, als, Sean Bean heißt er, oder? Ich glaube schon. Als, Pfarrer. Wo bin ich jetzt? Aha. Sean Bean als Vater fand ich gar nicht mal so schlecht. Aber, naja, ich find's auch als Verfilmung ein bisschen doof dann, ne? So, ja, was? Ja, und? Weißt du, wenn ich vorliest oder irgendwas? Irgendwie ein Hinweis auf irgendwas gibst? Okay, es gibt wenigstens keinen Keller. Obwohl, Moment mal. Da ist doch extra eine Treppe, da steht down. Es muss ein Keller. Vergessen wir es einfach. So, eins hoch. Room 1, 2, 3, 4. Operating Prep Room. Operating Room. Mhm.
Nurse Center, Intensive Care Unit, 4-5, Elevator. Ui, 3 Etagen, nice. Okay, natürlich mit einer 3 jetzt vorne, ne? Linen Room, was? Linen Room? Linen. Keine Ahnung. Storage Room, Store Room. Wo ich zwischen Storage und Store Room ist es. Ja, okay. Und der Elevator. Und anscheinend geht es da noch eins höher. Die Karte zeigt es aber nicht an. So, wir sind hier. Eins runter geht's auch. Der ist der Elevator. Ah, da vorne. Ah ja, da vorne sehe ich's. Okay. Dann können wir auch nichts anderes tun, außer jetzt rausgehen. Und hoffen, dass hier... Obwohl, wir wissen es. Die werden eh da sein, diese Krankenschwestern. Oh mein Gott, sie sind nicht da. Natürlich. Was war das jetzt? Müssen wir es gleich auf der anderen Seite versuchen. Wollte ich wahrscheinlich auch verschlossen. Nehme ich an. Wieso ist... Ich hasse das, weil ich denke, entweder ist das später irgendwie relevant oder gar nicht. Man weiß ja nicht. Oh. Aha, Basement Map. Yes. Hab ich gerade richtig gelesen? Morgue. Okay, Morgue. Store Room. Schon wieder. Wie viele haben die? Generator Room. Boiler Room. Elevator. Okay. Wo immer wir so ein Kackfenster sehen, denke ich, jetzt stürmt bestimmt noch was gleich rein. Das schreckt uns. Fürchterlich. Geht es darum und auch keinen bestimmten Zweck, außer dass da jetzt noch ein Raum. Moment. Conference Room. Wieso nicht? Danach gehen wir zur Küche. Okay, Schlüssel. Jetzt kommt ein Monster. Immer noch nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Dieser geile Stopp. Wow, so ein bisschen wie ein Zeichentrickfilm. Kennt ihr das? Wenn die zu schnell laufen, dann so, wow, die Arme nach hinten quasi. Bremse. Das habe ich auch bei Naruto eigentlich gemacht. Obwohl, Zeichentrick. So, gehen wir mal zur Küche. Sogar hier drin ist Nebel. Okay. Was ist das? Why not? Ich nehme an, die wird bestimmt noch für irgendwas wichtig sein. So. Ich weiß, ich mache viel zu oft die Karte auf. Ich weiß, ich bin irgendwie immer dazu. Aha. Das ist eine Frage. Wer das war? Ich meine, das ist eigentlich egal. Oho. Aha. Vielleicht war das ein T-Virus. Geht da hinten in der Decke ist ein Buch? Das darf ich nicht lesen anscheinend. Egal, wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal hier einen Cut. Bis dann vom Hausen. Tschüss!